Ja. Das ist kein Angeber-Proll-Rap. Ich informiere lediglich den Hörer. Ich bin in dem ganz edlen Royce-Back. All black wie Darth Vader. Das Game war voll Dreck wie ein Handfeger-Kit. Ich bin wie Mandela-Volksheld. Während du dein Leben in die Hand nehmen solltest. Statt Landpapers rollen auf der Langschläfer-Wolldecke. Rapper machen Tanzlehrer stolz jetzt. Wie Schwanzbläser-Boybands. Mois, mich hält mein Kampftrainer topfit. Morgens 6:30 Uhr frisch geduscht. Ich bin wach und hack Munterpunkte auf meiner To-Do-Liste ab. Der Pitbull ist auf Hundekampf trainiert. Das Koks von Bundesland zu Bundesland schon viel. Ja, und der Kundenstamm floriert. Stundenlang poliert mir der Schuhputzer Stiefel. Kriegt einen Kokosnussriegel für den Blutzuckerspiegel. Boss, das ist ein Schnürschuh, richtig? Natürlich, Kollege, Schnürschuh, richtig. Ich bin der Typ, der dich herbestellt und desinteressiert. Sag, Kollege, putz den Schnürschuh, richtig. Und bestell mal deiner Mutter Grüße. Das wird zuckersüß wie Knuspermüsli. Ja, auch wenn sie am Geiern ist auf meine Jadekristalle. Gar nicht davon welche haben, Boss. Jadekristalle. Ist dir das bei den Weibern noch nicht aufgefallen? Was denn? Die sind wegen jedem Käse eingeschnappt wie Mausefallen. Ach so. Ey, sie wollen Scheine von dem Hustler. Boss, das kenne ich nicht. Ich bin einfach nur der Butler. Ja, was läufst du dann herum mit so einem Touri? Rucksacklauch, da ist kein Louis-Muster drauf. Oh. Junge, Louis-Muster drauf. Okay. Ja, irgendwie ist in deiner Garderobe der Wurm drin. Ja. Wie in deiner Badehose beim Turmspringen. Mhm. Mach mal hinne, mein Junge. Jetzt wird die Fliege gebunden, als wärst du eine Spinne, mein Junge. Okay. Und geh dich mal wieder rasieren, du siehst wild aus. Ist das eine Filzlaus, die am Bart hängt wie Milhaus? Raus mit dir und pflanz paar Samen in Erde. Und sei der Gartenexperte, der alle Sparten beherrscht. Schön für dich, dass du jetzt auf Massezuwachs achtest. Ja, dann frisst du jetzt den Inhalt dieses Katzenfutternapfes. Ich sehe dich nicht als Mensch, sondern als Nutzgegenstand. Also gehst du nach der Arbeit pennen im Putzmittelschrank. Okay, Boss. So, so, jetzt mal rein mit dir da. Komm, zieh mal den Bauch ein. Jo, und Boss, habt ihr Nacht. Also, und du musst morgen auch wieder aufstehen, ne? Bevor der Hahn kräht. Ja. Sonst werde ich dein Gesicht erneut mit Pimpslaps verzieren. Das hier ist kein Angeber-Proll-Rap. Das ist nur ein ganz edles Comeback. Life ist keine Bitch. Doch es ist Survival of the Fittest wie beim Hantel-Bank-Contest. Das hier ist kein Angeber-Proll-Rap. Das ist nur ein ganz edles Comeback. Tanz für den Player. Bitch, ich komm mit ganz vielen Schlägern wie mein Schlangenleder-Golf-Set. Aber Toni, kannst du nicht auch mal was Liebevolleres rappen? So was Love-Song-mäßiges. Ganz schnell. Ja, ganz schnell ist kein Problem. Aber so einen Love-Song kann ich für dich nicht rappen, Bitch. Aber für jemand anders. Hör zu. Das ist der Love-Song für meine Gun, egal ob Submachine oder Rifle Punk. Yeah. Glock 21, der Sadikel oder Sniper, du weißt, ich hab für sie alle Blei in dem Trunk. Oh. Sie wollen das und sollen das bekommen, der dort ist immer vorbereitet, wenn er wieder Business im Ghetto machen will und in der Regel kommt er bis an seine Zähne voll bewaffnet in der Villa von dem Crime Lord an. So ist es, so bleibt es, nothing but Pistols and Rifles, ich bin T-O-N-I, leb voll trendy, denn ich kleide meine Gun in glitzernder Seide. Ich vertraue an meiner Glock an meiner Seite, Kid, ich geh niemals ohne sie raus und ich baller mit Max Shots, baller mit Tick Shots, baller wie Texas, Bitch, also snitch nicht. Das ist ein poetischer Song, mir liegen ganz am und ich rede nicht davon, dass ich von irgendwelchen dummen Wannabes bei Lauf an meiner Brust bedroht werde. Nein, ich rede hier davon, dass ich ganz auf Hände trage wie der B-Bataillon. Dass ich auf ganz stehe wie der Seriencode. Dass ich nur mal deine Finger krümme, geht es und das Blut deines Triggers. Ich hab meiner gerne einen Radio-Song. Yeah. Kommt der Dorn ins Viertel, was? Gibt es Trommelwirbel. Wie am gezückten Revolver aus seinem Holstergürtel. Durch die Polstermöbel. Herztreffer, kein Tierschützer, doch komm mit Beretta. Ey, wozu Laserschwerter? Ich verteile mit Glocks und Packs mein Blei. Deutscher Rap, ich check ihn nicht. Komm einer ran und dolmetsch den Scheiß. Jeder weiß, ich glänz durch ganz entzückendes Verhalten, wenn die Pistol salven, als ich ganz zückte nachts verhalten. Ey, wozu Laserschwerter? Ich verteile mit Glocks und Packs mein Blei. Deutscher Rap, ich check ihn nicht. Komm einer ran und dolmetsch den Scheiß. Jeder weiß, ich glänz durch ganz entzückendes Verhalten, wenn die Pistol salven, als ich ganz zückte nachts verhalten. Welches Jahr haben wir eigentlich? Das jetzt hier, 2005 müsste das jetzt sein, ne? Zuhälter Tape 5 war das, so rum. Kollege der Boss, 2021. Ja, ja. Ihr könnt mir alle nichts anhaben, als wäre ich Nudist. Klein Kiezstricher. Denkt ihr denn überhaupt, wenn wir hier redet? Denkt ihr denn da überhaupt?